Servus Autofreunde und herzlich willkommen im Kochstudio der Pfalzwölfen. Um was soll es denn heute gehen? Jo, diesmal geht es nicht um Touren, diesmal geht es um das Dörren von unserem Essen, was man immer sagen. Wie ich immer so schön sage, trocknen, was ja eigentlich verkehrt ist, wir dörren das ja. Jo, wie wir das machen und mit was wir das machen und wo man vielleicht darauf achten sollte, das zeigen wir euch jetzt in dem Video. Und wenn ihr Lust habt, begleiten wir uns. Bis gleich. Guckt euch mal an, wie klein die ist. Das ist fast ein Kopf kleiner wie ich. Das ist mir nie aufgefallen. Ja. Nee, also die darf halt die Arbeit machen, ne? Ist klar, oder? Ich muss ja filmen, ist ja logisch. In diesem Sinne, jetzt gehen wir mal an den Tisch. Das machen wir jetzt halt alles einmal im Wohnzimmer, weil in der Küche ist das Licht so bescheiden. Wir haben hier schon ein bisschen Probleme, bei dem Kackwetter ist halt klar. Oh, ich habe Kackwetter gesagt. Piep. Piep. Wie gesagt, wir bauen jetzt mal den Hof und dann geht's weiter. Was brauchen wir dazu? Natürlich ein Dörrautomat. Wir haben den Deluxe der Automat. Nee, in Wirklichkeit ist das eigentlich ein relativ günstiges Gerät mit 350 Watt, wie wir da sehen. Jo, 350 Watt ist eigentlich ein bisschen zu schwach, deswegen dauert es auch bei uns zwischen 8 und 10 Stunden, wo wir das laufen lassen. Meistens über Nacht. Manchmal auch ein bisschen weniger, es kommt immer davor, was man gerade macht. Und der Nachteil an dem Gerät, ich zeige euch jetzt mal das Gerät, das da ist halt ein Sieb. Und beim Sieb hat man halt ein bisschen Probleme. Geht halt alles durch, ne? Wenn man irgendwas mit Soße machen will, dann flutscht das halt alles durch. Deswegen haben wir uns immer so Butterbrotpapier. Das schneiden wir uns ungefähr zu, so wie hier. Oh, und dann läuft natürlich nichts mehr durch. Funktioniert trotzdem, das ventiliert ja da durch das Loch in der Mitte. Da kommt die Warmluft und verteilt sich dann über die einzelnen Geräte, Teller. Das zeigen wir euch aber gleich noch genauer. No, und dann kann man sogar ohne Probleme Gulaschsuppe machen. Nee, Quatsch. Was gibt's bei uns? Spaghetti Bolognese. Aber relativ einfach gemacht natürlich. Nudeln, nicht keine Spaghetti. Ja, die Spaghetti sind halt bei uns Nudeln. Weil Spaghetti finde ich für das ein bisschen zu klein, zu dünn, zu was weiß ich was. Ich finde es so ein bisschen besser, gerade wenn man es aufkocht. So, das kriegste Problem an der ganzen Geschichte, also an den Topf dürft ihr euch das nicht orientieren. Rutsch mal Stickel, Fräulein. Ihr müsst euch Portionen machen, ungefähr, was da dann drauf geht, ne? Und müsst ihr wiegen. Also das da jetzt zum Beispiel 320 Gramm, ich hoffe, meine Frau hat Tara gekriegt vorher. Ja. Und wenn ihr das gewogen habt, aufschreibe. Wie ihr das sehen, Moment. Gibt es hier mehrere Etagen, ich habe die jetzt einfach mal so untereinander geschmissen, dass man sieht. Es sind dann mehrere Etagen. Und wir machen halt immer ne, Etage 1, 2, 3 und so kann man sich das dann halt auch merken. Jeweils eine Portion ist eine Etage sozusagen. Es gibt insgesamt bei dem Gerät jetzt 5 Etagen, sagt man Frau gerade mit Digitalanzeige. Ja. Jo, damit wir wissen, auf Etage 1 zum Beispiel liegen jetzt Blanco-Gewicht 320 Gramm. Das ist wichtig, warum erzähle ich euch jetzt? Ach, gleich, Moment. So, dann verteilen wir das da oben drauf. Eigentlich ist das ja ganz easy peasy. Wichtig ist, dass es gut verteilt ist. Also es darf ruhig gut auseinander liegen und nicht so zusammen, wie es jetzt noch ist. Weil das soll ja trocknen. Wie ich immer so schön sage. Das soll dörren, natürlich. So, am besten nichts aufeinander liegen. Deswegen auch nicht auf einer Portion bzw. auf einem Teller so viel machen. Lieber ein bisschen mehr Platz habe, weil dann geht es halt erstens schneller und zweitens besser. Weil wir haben gemerkt, wenn sie dann so ein bisschen aufeinander liegen und nicht schön platt getrickt sind, dann funktioniert das nicht. Wie ihr seht, haben wir die Soße dazu jetzt auch ein bisschen dicker gemacht, wie normal. Macht aber nichts, es trickelt ja eh alles. Und das, was da jetzt wegtrickelt, ist später dann wieder voll da. Wundere würde euch wahrscheinlich, wenn das dann fertig ist. Das zeige ich euch aber natürlich auch noch dann. Weil wenn die dann fertig sind, sieht es nämlich so gut aus wie jetzt, aber später sieht es wieder super aus. So, was gibt es noch zu sagen? Habe ich was vergessen? Frage? Nö. Doch, wenn es getrocknet ist und man mischt es wieder zubereitet. Ja, das kommt zum Schluss. So, wenn ihr dann das Gewicht aufgeschrieben habt, verliert die Portion. Meine Frau macht jetzt immer das Gleiche, da braucht man sich nämlich nicht aufschreiben. Ne? Stimmt's? Habe ja, ich recht? Genau. Ja. Dann tun wir das trocknen. Dachen! So, ich gehe wieder daher, das ist Licht besser.
Dann tun wir das, wenn es dann getrocknet ist, das Trockengewicht aufschreiben. Also das heißt, wenn ihr jetzt 320 Gramm gehabt habt, wenn es getrocknet ist, wiegt es sehr wahrscheinlich keine 320 Gramm mehr. Das zeige ich aber euch dann später, weil das muss ich jetzt erst einmal ein paar Stunden trocknen. Also für euch ein paar Minuten, für mich 12 Stunden. Das heißt, es geht dann theoretisch morgen weiter mit dem Video oder vielleicht noch heute oben, mal gucken. Ja, dann habt ihr Differenz. Das heißt, wenn das jetzt 320 Gramm vorher geworden, wenn ihr fertig seid mit Trocken, wiegt es bloß noch 150 Gramm. Was ist das wohl? 170 Gramm Differenz. Und diese Differenz müsst ihr dann später nehmen an Wasser, was wieder dazu kommt. Das ist wichtig. Minimum. Nicht mehr machen unbedingt. Na doch, mehr machen kennt ihr. Dann wird es meistens sogar ein bisschen besser. Ja. Aber auf keinen Fall, wenn ich er nehme. Weil wenn ich er nehme, kann es ziemlich in die Hose gehen. Ist uns auch passiert am Anfang. Was gibt es noch? Ja, wie gesagt, wenn das fertig ist, ich zeige es euch, aber dann sieht es nicht mehr so appetitlich aus. Macht euch aber nichts draus, weil wenn ihr das wieder aufkochen mit dem Wasser und habt die richtige Menge Wasser dazu gemacht, wenn ihr euch wundert, wie es dann so noch wieder aussieht, nämlich wie frisch gekocht und genau so schmeckt es dann. Ach, wie frisch gekocht. Das ist der helle Wahnsinn. Ich bin im Moment echt davon mega begeistert. Ihr spart euch genauso viel Gewicht, habt frisches Essen, nicht dieses teure Dreck-and-Food-Mist-Material, wobei... Wie gesagt, habe ich ja beim letzten Video 800 geschrieben, es wird alles halt da sein, Berechtigung, wenn man so irgendwie in einer Notsituation ist, man vielleicht froh, wenn man sowas dabei hat. Aber wenn man sich selbst machen kann, braucht man das Ganze nicht. Du kannst da alles machen. Theo, gut, außer super, das war natürlich dumm gebabbel von mir. Aber ihr kennt euch Gulasch mit Nudeln machen, ihr kennt euch, was wisst ihr, ja, alles machen. Lasagne, misst, theoretisch misst sogar Lasagne, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man das auch mal ausprobieren. Ja, nee, ich glaube es nicht, weil das muss ja dann überbacken sein und so, das wäre dann ziemlich ein Matsch. Aber gerade so esse Gulasch, Chili zum Beispiel, wenn man jetzt nicht gerade das Hackfleisch so mitnehmen will, ich meine jetzt so Nudeln mit Tomatensauce könnte man auch machen, ist aber Quatsch, weil dann kann man sich auch einfach nur ein paar Nudeln nehmen, ein bisschen Tomatensauce mitnehmen und dann ist das Ding gegessen. Also das ist ein bisschen Blödsinn. Aber gerade jetzt zum Beispiel, wenn man dann Hackfleisch dazu machen will, man schleppt ja nicht das Hackfleisch mit rum. Vor allen Dingen, es geht halt auch relativ schnell kaputt in der Hitze, ne? Ja. Und das habt ihr halt, sorry, das habt ihr halt alles da nicht. Was ist noch vorteilhaft, wenn ihr zum Beispiel noch ein Schweißgerät habt, also so eine Vakuumiermaschine, könnt ihr das Ganze auch noch vakuumieren und das ist dann normalerweise auch mehrere Wochen haltbar. Ja. Wichtig ist es, je mehr Fettanteil im Fleisch und so weiter ist, umso weniger haltbar ist es, weil das Fett ist das Problem. Das Fett kommt halt als allererstes, das ist schon ein bisschen blöd. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich da schon mal Erfahrung mitgemacht habe, sondern weil ich Metzger war. Ne? Jo, gibt's noch was, was ich vergessen habe, Fräulein? Nö, eigentlich nicht. Moment, ich zeige euch, wie das jetzt aussieht. So haben wir das jetzt gemacht. So sieht es dann aus. Steht jetzt gerade so einfach. Ich habe schon wieder Hunger. Da vorne haben wir jetzt euch gestellt. Wie viel Grad hast du jetzt? 70. Bei 70 Grad. Ich kann wir machen jetzt einmal 70. Ja, 70 Grad und 10 Stunden machen wir jetzt einmal. Wenn man mehr braucht, ihr seht das. Wenn das später fertig ist, machen wir den Deckel auf. Ihr kriegt das sofort mit, die Nudeln, die müssen knurrhart sein, wie wenn sie gar nicht gekocht wären, also so wie man sie kauft im Laden sozusagen. Und alles andere muss ziemlich ausgedrickelt sein. Also das Hackfleisch ist dann ausgedrickelt, da ist auch nichts mehr von Soße oder so zu erkennen. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann noch. Und dann ist das Ding eigentlich gegessen. Im zweiten Teil, der natürlich jetzt hier direkt im Anschluss läuft, also es gibt kein zweiteiliges Video, zeige ich euch dann, wie das auszusehen hat, wie das aussehen muss. Und wie wir das dann verpacken, wir machen es jetzt, wir haben keine Vakuumiermaschine, noch nicht, das machen wir aber auch noch, das werden wir uns demnächst zulegen. Aber da haben wir mittlerweile auch schon die dritte, die wir dann gerade wieder zurückgebracht haben, weil sie kriegt schon Mist war, das ist auch so ein Problem. Weil dann ist es halt länger haltbar, dann kann man sich wirklich mal die Kammer voll bumpen sozusagen und hat dann für die ganze Saison essen, das ist einfach nur mega. Was, Mensch? Ich glaube, an diese Vakuumiermaschine, da darfst du nichts Teures holen. Ja. Nichts Billiges wollte ich wahrscheinlich sagen, aber ja. Also bei den Automaten kann ich euch empfehlen, entweder wirklich da so mal zum Testen und so vom Aldi. Das Ding ist wirklich jetzt 30 Euro oder 25 Euro, ich irgendwas ich gesagt habe, das gekostet, das ist jetzt wirklich nicht teuer. Und ach, dass das jetzt 10 Stunden läuft zum Strom, mir haben sie mal irgendjemand, ich glaube sogar der Sacki war das, hat das mal ausgerechnet. Also wenn er von Dreck and Food ausgeht, von dem Essen, was man da kaufen kann, ist das nicht teuer.
ich weiß nicht, was der Strom jetzt vielleicht kostet. Der kostet vielleicht jetzt 50 Cent oder so, vielleicht auch einen Euro. Wir übertreiben es jetzt immer. Im Moment sind die Strompreise ein bisschen höher, sagen wir mal einen Euro. Und bis das Essen, die Nudeln, wisst ihr selber, was es kostet, ein bisschen Hackfleisch. In diesem Sinne, wir haben, du kannst, wie viel kriegen wir da neu? Ein Kilo oder so können wir da bestimmt machen. Ja, ja, sagen wir mal ein halbes Kilo, ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall kriegt man ziemlich viel Essen raus von einem und Dörre. Wie gesagt, die besseren Geräte, die haben halt auch mehr Watt, die brauchen dann halt auch nicht so lang. Und es gibt Geräte, die sind dann noch weiter aufstapelbar. Die haben dann noch viel mehr Fächer, die sind dann auch zu. Und haben nur so ganz leichte Ritze an der Seite. Da brauchen wir dann auch kein Backpapier mehr und so. Also es gibt schon bessere Geräte. Aber gerade für die Leute, die das mal ausprobieren wollen oder sagen, ich mache das nicht so oft, so wie mir es jetzt am Anfang gesagt haben, wir wollten das gar nicht so oft machen, nur ab und an. Nur, kommt immer anders, wie man denkt. Jetzt machen wir es doch vielleicht bald öfters, gell? Weil es halt einfach günstiger ist und man weiß, was drin ist. So, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen, außer das, was da jetzt noch übrig bleibt. Das kommt immer in Bombe. Falls ich was kriege. Weil ihr wisst ja, ich weiß gar nicht, war ich jetzt schon wieder frech zu meiner Kamerafrau, die gar nicht die Kamera hebt. Ich muss mal Abmahnung, das geht so nicht weiter. Abmahnung, raus, entlasse, fertig. Geht doch gar nicht. Nee, Quatsch. Was wollte ich noch sagen? Mehr ist eigentlich nicht mehr, ne? Bis auf das, dass wir das jetzt fertig machen. Wenn das dann fertig ist, zeigen wir euch, wie das aussieht. Und dann gibt es noch einmal einen Teil. Dann gehen wir nach Hause und tun das wieder aufkochen. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir es auch dahin, weil ich weiß noch nicht so genau, wie wir jetzt im Moment fortkommen. Jetzt dreht uns gerade das Wetter. Ganz schönes Schnäppchen. Gut, schön Wetter kann jeder, aber bei Sturm und strömende Regen habe ich jetzt nicht wirklich Lust, auf Tour zu gehen. Und auch nicht draußen zu kochen. Meine Frau gar nicht. Und draußen kochen, ja gut, relativ mit dem Tagaufbau wäre das auch machbar. Vielleicht machen wir das aber für Kombi-Video mal gucken. Ja, wir haben aber jetzt auch ein bisschen Action um die Ohren. Wir müssen noch ein bisschen planen, weil wir gehen ja diesmal die Fränkische Schweiz und nicht ins Allgäu. Da müssen wir jetzt mal noch ein paar Touren planen, weil das ist schon sehr lange her, wo wir dort waren. Und das ist jetzt auch noch ein bisschen Action. Und hier müssen wir auch noch ein paar Touren planen. Und dann brauche ich auch noch ein paar Videos in der Zeit, wo wir nicht da sind. Juhu, da haben wir noch ein bisschen Spaß. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat bis jetzt schon gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch, Anmerkungen sind erwünscht. Fragen sind natürlich auch erwünscht, einfach ohne die Kommentare, aber wie gesagt, da kommt ja noch ein bisschen was. Also seid gespannt bis zum zweiten Teil, beziehungsweise den Teil, was dann da jetzt hinten hochkommt. Und in der Zeit könnt ihr ja mal Däumchen drücken, abonnieren nicht vergessen, was ich alles für euch mache. Jo, wie versprochen, stehe ich wieder an der roten Wand. Jo, jetzt haben wir das Ganze fertig getrocknet. Es hat auch ein bisschen länger gedauert, wie wir eigentlich gedacht haben oder gesagt haben. Warum, erzähle ich aber auch noch. Für euch hat es ein paar Sekunden gedauert, für uns ein bisschen länger. Es ist schon ein Tag später. Und was da jetzt dabei rauskommen ist, zeige ich euch jetzt gleich. Kleiner Moment. Wie ihr seht, vorher war das Ding ja voll. Na gut, da unten drunter, haben wir vorher gerade gesagt, ist ein bisschen voller. Aber auch hier, na, also es ist extrem geschrumpft gegenüber vorher. Und diesmal sehen sie gar nicht ganz so schlimm aus. Ich gehe mal ein bisschen näher. Beim letzten Mal haben sie irgendwie schlimmer ausgesehen, die Nudeln. Ich nehme jetzt mal eine und zeige euch jetzt einfach mal, was ich meine. Also die sind normal, das kennt sogar noch ein bisschen härter sein. Die lassen sich eigentlich immer noch biegen. Aber, jetzt gehen wir mal einen Teller weiter runter. Mixportion, also ein bisschen mehr drauf. Da sind sie schon härter. Die lassen sich jetzt nicht mehr biegen. Kein bisschen, wie ihr seht. Ich habe aber trotzdem noch fettige Hände. Also, seht ihr, die brechen dann sogar, wenn man sie biegt, obwohl sie gekocht sind. Das Gewicht, das müssen wir jetzt auch noch checken, wie viel das eigentlich jetzt ist und wie viel das da geschrumpft worden ist davon. Aber wie ihr ja schon von der Masse her seht, ist das ja schon einiges weniger. Und das wollte ich euch jetzt halt auch zeigen. Das sieht, ich nehme es jetzt mal extra ein bisschen näher auf, das sieht aus wie, das sage ich jetzt nicht. Es sieht halt jetzt eigentlich ziemlich unappetitlich aus. Ne? Aber, wie gesagt, versprochen, wenn wir das dann aufkochen, was im nächsten Step kommt, sieht es wieder aus wie frisch gekocht. Und das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. So, mal Frage, packt schon einmal in die Tüte. Also wie ihr seht, ich habe jetzt auch ein bisschen fettige Finger. Es kann sogar noch ein bisschen trocknen. Also ich empfehle wirklich ein bisschen besseres Gerät. Also wir hatten diesmal ein bisschen Probleme. Erzähle ich euch aber gleich. Jetzt gucken wir erstmal, was so dabei rausgekommen ist. Wie viel Gramm waren es vorher? 100. 50, oder? Ja. So, und jetzt haben wir 100, nicht blendet, Moment. So, 113 Gramm.
Also sehen wir, mehr wie die Hälfte, was da jetzt halt weggeschrumpft ist. Und genau die Differenz ist das, was ihr euch merken müsst, wo ihr dann an Wasser wieder zugeben müsst, wenn ihr es aufkocht. Das zeige ich euch aber auch dann, wenn es soweit ist, wenn wir das jetzt aufkochen. Das machen wir natürlich heute nicht mehr. Aber mein Kugel geplant ist dann morgen. Vielleicht da oben auf unserem Outdoor-Büro, weil da will ich vielleicht auch mal das mit dem Tab zeigen. Weil wir im Moment nicht wirklich in den Wald kommen. Ja, wie gesagt, bei uns kommt immer alles ein bisschen anders wie geplant. Ja, ist halt so. Ist ja jetzt Urlaub von dir, da müssen wir auch noch ein bisschen planen. Jo, deswegen habe ich gedacht, machen wir das vielleicht morgen da oben. Dann kann ich euch vielleicht auch gleich noch das zeigen, was ich mit dem Tab zeigen wollte, an dem Posten da. Mal gucken, ob man da irgendwie improvisieren kann. Das checken wir mal noch. Aber nicht, tun wir das trotzdem auf jeden Fall mal eine kleine Portion aufkochen, damit wir sehen, wie das danach dann aussieht. Ob das wirklich Sinn macht oder nicht, sehen wir dann. So, wie versprochen, für euch ein paar Sekunden, für mich ein paar Tage. Jo, es war ein bisschen bescheiden. Unser Wetter ist halt unter aller Sau. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt machen wir es doch dahin schnell mal. Ich mache jetzt extra eine kleine Portion. Jo, damit ihr seht, wie das dann aussieht, wenn es wieder aufgekocht ist. Beziehungsweise, wie es aussieht, bevor es aufgekocht ist. Jo, in diesem Sinne, ich bereite jetzt mal was vor. Wie gesagt, wenn es dann getrocknet ist, sieht es nämlich ganz so toll aus. Nichtsdestotrotz, da habe ich mal was vorbereitet. Mein Gasbrenner und natürlich den Kochtopf, was ich euch da gezeigt habe. Der graue Hintergrund, da ist mal frei. Die darf jetzt auch was schaffen. Machen wir, legen wir los. So, wir haben jetzt ausgerechnet. Die Differenz waren 220 Gramm. Wir machen jetzt, wie viel schon gemacht? 200 ja, ungefähr. Ja, sind ungefähr 220. Ja, sind ungefähr 220 Gramm. Wasser drauf. Wenn man sieht, dass es nicht bedeckt ist, kann man hier noch mal ein bisschen. Ja, das sollte eigentlich so ein bisschen bedeckt sein. Wir machen halt jetzt bloß eine kleine Menge, weil das wollte man jetzt eigentlich nicht wegessen. So, den Gasbrenner habe ich euch auch schon gezeigt. Jetzt hoffe ich natürlich noch, dass das Gas reicht, weil ich habe ein bisschen wenig drin. Aber deswegen nehme ich die auch. So, und jetzt kocht das Ganze ein bisschen auf. Jo, derzeit, wo das jetzt so was geküchelt, quatsche ich noch ein bisschen vor der roten Wand wieder. Warum? Weil du halt Licht ein bisschen reinkommst. Wir haben echt ein massives Lichtproblem. Ja, warum das Ganze in der Wohnung? Ja, weil wir nicht fortkommen. Das ist absolut schlimm im Moment. Wir haben so dermaßen schlechtes Wetter mit Sturmregen und was weiß der Geier noch alles. Ist alles ein bisschen doof. Deswegen kommen wir auch nicht sofort im Moment. Dann wollte ich es da oben machen auf unsere Gassi rund. Aber dann genau da, wo ich es machen wollte, hat es auch wieder geregnet ohne Ende. Und mit dem Sturm ist halt ein bisschen blöd. Da verstehen wir eh kein Wort. Ja, deswegen, wie gesagt, gehen wir im Moment nicht so auf Touren. Gut, liegt aber auch da drauf, weil wir noch ein paar Sachen planen müssen für den Urlaub und so weiter. Ach, ihr wisst ja, wie das so ist, ne? Weil die fränkische Schweiz, da war ich halt auch schon lange nicht mehr. Da müssen wir erstmal noch ein paar Touren raussuchen und ein paar Sachen, was wir da so alles machen. Jo, lange Rede, kurz erzählen, wie immer. Das lassen wir jetzt so vor sich hinköcheln und dann melde ich mich wieder. Warum machen wir das jetzt hier mit dem Gasbrenner? Ich wollte wenigstens ein bisschen das Ganze so zeigen, wie wir es halt auch draußen machen würden. Weil wenn ich das Ding jetzt auf dem Herd drauf mache, ist eh blöd, ne? Weil dann kann man ja auch wieder sagen, ja, aber da sieht es ja wieder anders aus, dann wird das richtig gekocht und so, ne? Deswegen würde ich euch jetzt da zeigen, mit dem Gasbrenner, ganz so, wie es auch draußen wäre. In diesem Sinne, wenn das fertig geköchelt ist, zeige ich euch, wie es weitergeht. Was ich in der Zeit aber noch zeigen kann, und zwar ist es hier da um den Kochtopf gegangen. Wie ihr seht, die Plastiknippel, also die Teile da, sind auf dem Gaskocher jetzt nicht unbedingt das Problem. Also da habe ich jetzt noch nicht gemerkt, dass sich in irgendeiner Art und Weise was verbrennt oder irgendwas. Ich denke, das ist okay. Auf dem Feuer sieht es natürlich anders aus, aber wie gesagt, das ist mir auch gerade egal, weil da mache ich es ab, weil wie gesagt, das ist eigentlich nur dafür, du hast den Henkel nach oben guckt und da will ich mir vielleicht auch für das daneben so Metallteile selber bauen. Und warum will ich mir die selber bauen? Ganz einfach, weil die gibt es auch zu kaufen, da wollen sie dann frei. Ein Teil, 7,95 Euro, ist klar, kann man machen, muss man aber nicht. Nee, ich habe jetzt mal so ein Video gesehen, wie das jemand sich selbst zurechtbiegt, das will ich mal jetzt vielleicht auch noch machen. Vielleicht mache ich da drüber dann auch ein Video, mal gucken. So, bei der Gelegenheit kann ich euch das in der Klammer auch noch zeigen, was ich schon gesagt habe zu dem Topf. Weil, wenn der Henkel halt nicht immer oben ist, ne, wer zählt, da guck. Also das funktioniert bei, die sind alle Norm, die haben alle die gleiche Ding, wie ihr seht, gar kein Thema. Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass ihr das alle kennt. Daher. So, das hat jetzt vor sich gebrutzelt ein bisschen. Jetzt gucken wir mal, ob wir das unfallfrei oder neu kriegen. Ne, so nicht. So vielleicht. Moment.
Ich würde jetzt direkt aus dem Topf essen, logischerweise. So. Also wie ihr seht, es sieht wirklich alles wieder aus wie gehabt. Und schmeckt genauso wie frisch gekocht. Von daher, also nur zu empfehlen. Ich hoffe, das hat man jetzt einigermaßen zeigen können. Es ist halt jetzt im Moment, geht es nicht besser. Wir machen das aber auf jeden Fall noch einmal mit Gulasch. Und das zeige ich euch dann richtig und anders. Und auch so, wie ich es gehört, draußen in der Natur. Gut, Dörfer natürlich nicht. Seitdem es irgendwo steckt, Dose im Wald. Was man halt wissen muss, ist, wenn ihr das getrocknet habt, ihr müsst sofort verpacken. Am besten direkt in der Vakuumiermaschine. Und wenn es geht, auch trocken lagern und kühl natürlich. Also ich denke, kühl wäre besser wie im Warmen. Es sagen zwar viele Leute, man könnte es dann auch im Warmen lagern, aber da müsst ihr euch dann hundertprozentig sicher, dass es auch wirklich 100% getrocknet ist, gedörrt ist. Und an so ein Stück geht euch das nämlich kaputt. Also selbst hier haben wir jetzt so, das Ganze war 2 Tage im Kühlschrank gelegen. Das ist schon an der Schmerzgrenze. Also das sollte man auf keinen Fall machen. Aber bei uns ist halt, wie gesagt, das Wetter dazwischen gekommen. Wir hatten das eigentlich alles ganz anders geplant. Von daher ist es halt jetzt nicht anders gegangen. Ich wollte aber euch das Video jetzt euch zeigen. Es haben ein paar Like gefrucht. Und deswegen hat sich halt 8 Grad gut ergeben, dass das Wetter so beschissen ist. In diesem Sinne. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Ich hoffe, wir machen noch einmal ein Tour-Video, bevor wir in Urlaub gehen. Wenn nicht, wird es doch mal kurz ein bisschen ruhiger bei uns auf dem Kanal. Obwohl der Plan ja eigentlich anders da ist, aber jo, das ist halt höchere Gewalt. Was will man machen? Gut, ich sage ja immer, Scheiwetter kann jeder, aber wenn es dann da außen stürmt und regnet und was, weiß der Geier, dann macht das nicht wirklich Sinn. Jo, wie nachher im Hintergrund, meine Frau schafft schon wieder. Jo, wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, tät mich freuen. Habe ich extra für euch gemacht, weil ich hätte eigentlich gar nichts mehr gedacht. Wie gesagt, weil wir jetzt in Urlaub gehen. Das heißt, ich muss jetzt Spaghetti Bolognese essen, beziehungsweise Nudel Bolognese. Bleibt mal gar nichts anderes übrig. Ich muss hier weg das zeigen. Ne? Hashtag die Bombe muss weg. Viel Spaß. Und was gibt's noch? Eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen. Wie bis auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr müsst es halt ein bisschen, die Soße könnt ihr ruhig ein bisschen dicker machen wie normal. Ein bisschen mehr Gewürz neu machen wie normal. Aber nicht so übertreiben. Es ist nicht so, dass das Gewürz komplett verkocht. Davon abgesehen kann man Salz und Pfeffer achten noch drauf machen. Ja, und halt gleich wegpacken, am besten mit der Vakuumiermaschine, dass es halt luftig verpackt ist. Sonst geht euch das Zeug halt auch zu kaputt. Bei Hackfleisch muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn man jetzt das Ganze mit dem, wie heißt es, Gulasch, was wir noch machen wollen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Da schneiden wir nämlich auch die Würfel ein bisschen kleiner, damit es alles ein bisschen schneller geht. Und dann gucken wir mal, wie das hier haut. Aber ob das jetzt noch kommt vorm Sommer, vorm Urlaub oder nach dem Urlaub oder vielleicht sogar erst Richtung Herbst, das weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen jetzt das zeigen können, wie wir das machen, wie das funktioniert, in Anführungszeichen. Wenn ihr euch so ein Gerät kauft, kauft euch nicht gerade das billigste Gerät. Also bei uns war es jetzt, hat es doch länger gedauert, wie wir gedacht haben. Wir haben, glaube ich, jetzt, gell, 50 Stunden, Schatz. Also 50 Stunden gedauert. Mit einem besseren Gerät geht es dann auch, glaube ich, schneller. Da ist auch ein besserer Ventilator drin, dass die warme Luft dementsprechend mehr verteilt wird. Es ist auch mehr Watt, also viele Geräte haben mehr Watt, da geht halt auch noch ein bisschen mehr. Aber für uns war das halt, weil wir es ja eigentlich nicht vorhatten, so oft zu machen, war das okay. Nun, jetzt holen wir uns vielleicht doch noch ein anderes. Aber bevor wir das machen, testen wir noch ein paar Sachen aus und dann gucken wir mal, ob wir das so machen oder nicht. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, in diesem Sinne. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, Däumchen hoch, habe ich glaube ich schon gesagt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Pfanzmüll von Tour. Ciao!